Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute geht es mal ums Thema Frühstück. Was frühstücke ich? Seitdem ich mich vor 5, 6 Jahren mit der Low-Carb-Ernährung beschäftigt habe, sieht mein Frühstück zu Hause eigentlich jeden Tag fast gleich aus. Ich frühstücke nämlich immer Quark. Quark mit Obst, und wenn mir morgens zu Hause noch nicht danach ist, Quark zu essen, kann man das auch gut vorbereiten. Es gibt, bei Tchibo habe ich das mal gekauft, gibt es hin und wieder, gibt es so tolle Gefäße, sogar gleich mit einem Löffel dran. Dann kann man sich das auch mit zur Arbeit nehmen und es sättigt wirklich lange. Also man denkt jetzt so, oh, Quark irgendwie, ich brauche ein Brötchen oder eine Scheibe Brot. Nein, braucht man nicht. Also ich zeige euch jetzt, wie ich meinen Quark zubereite, und probiert es gerne mal aus. So, ich habe mir jetzt hier schon ein paar Sachen zurechtgestellt. Angefangen mit dem Quark. Ich nehme mal hier 250 Gramm Quark. Das ist wirklich viel. Ich habe jetzt hier den fettreduzierten oder mit 20% Fettgehalt genommen. Ihr könnt aber auch Magerquark nehmen oder Sahnequark. Das ist ganz egal. Und am Anfang, weil ich das noch nicht gewohnt war, weil ich irgendwie die Süße noch brauchte, habe ich immer Süßstoff reingetan. Paar Spritzer untergerührt und dann war mir das süß genug. Mittlerweile habe ich mich so dran gewöhnt, ich brauche diesen Zucker gar nicht mehr, das ist viel zu süß. So, dann habe ich mir ja einen Obstteller vorbereitet, das was ich gerade da habe. Also heute habe ich Kiwi, Himbeeren, Blaubeeren und Plattpfirsich, und ich habe eine Zeit lang auch mal nur mit kleingeschnittenem Apfel gegessen und das schmeckt genauso gut. Dann habe ich hier noch Kokosflocken, liebe ich über alles, ein paar Haferflocken und Chiasamen. Die gebe ich dann auch in den Quark, rühre das unter. Und damit der Quark so ein bisschen geschmeidig wird, rühre ich immer noch so ein bisschen Milch unter. Ihr könnt aber auch Wasser nehmen, wenn ihr keine Milch nehmen wollt. Und als zusätzliche Eiweißquelle nehme ich immer Eiweißpulver, am liebsten mit Vanillegeschmack. Da gibt es aber ja schon mittlerweile Stracciatella und Cappuccino-Geschmack, alles Mögliche, also was ihr gerne geschmacklich wollt. Auch da kann man ja jeden Tag variieren. Ja, und jetzt rühre ich das mal an und zeige euch das gleich. Gesehen, das war jetzt wirklich schnell angerührt, und ja, man kann variieren. Man kann ja auch nur Haferflocken nehmen oder nur Kokosflocken oder gar nichts. Also wie man das mag, und das ist wirklich sehr abwechslungsreich zu gestalten. So, ich werde jetzt auch nur die Hälfte nehmen, weil ich gar nicht so einen großen Hunger habe. Und den Rest werde ich mir dann hier schichten, und dann habe ich für später auch noch was Leckeres oder für morgen vielleicht. So. Dann kommt jetzt hier noch das Obst drauf. Sieht man ja immer im Internet, wie schön das immer angerichtet wird. Das gelingt mir nicht so gut. Probiere ich jetzt mal. Man kann natürlich auch noch mit Nüssen variieren. Also die Zeit, wo ich nur mit Äpfeln das gegessen habe, da habe ich immer noch Walnüsse dazu getan, und die Kombi Walnüsse, Äpfel und Haferflocken fand ich total lecker, und ja, es ist so simpel und wirklich nahrhaft, also, und es schmeckt auch so lecker. Ich esse das auch gerne, wenn ich mal abends Lust auf was Süßes habe, dann ist so ein Quark, finde ich, eine gute Lösung, dass man sich da nicht die Schokolade reinhaut. So. Ja, ich denke, ich lasse das so. Ich zeige es euch gleich. Es sieht natürlich immer schön farbenfroh aus durch das Obst. Und ich habe auch schon gemacht, zur Erdbeerzeit, wenn ich dann
Erdbeeren vom Vortag hatte, die nicht mehr so schön aussahen. Die habe ich dann püriert. Dann habe ich mir Erdbeermark sozusagen darüber gemacht. Schmeckt auch total lecker mit dem Vanillequark. Also es gibt Möglichkeiten ohne Ende. Man kann auch Mandeln da reingeben oder fragt mich, Cashewkerne, alles Mögliche. Es schmeckt wirklich sehr, sehr lecker. Ich mache mir jetzt noch ein Topping drauf, weil ich ja nun leider keine Nüsse habe, nämlich Kakaonips. Kennt wahrscheinlich jeder. Bisschen vorsichtig, so, dann hat man ein bisschen Schokoladengeschmack und ja, ich denke mal, ich habe jetzt hier auch frische Minze und das schmeckt bestimmt auch sehr lecker zu den Himbeeren. Also Minze soll man ja immer irgendwie ein bisschen anklatschen, damit das Aroma rauskommt. Ja, und dann werde ich jetzt noch die Minze dazugeben. Noch einen nehmen wir noch, dann sieht es schöner aus. So. Das ist jetzt mein Frühstück. Und so sieht es aus, wenn ich mir das mit zur Arbeit nehme. Schön geschichtet, passend mit diesem langen Löffel da drin. Ich stelle es jetzt erstmal in den Kühlschrank für später und ihr habt gesehen, wie schnell das Ganze geht, wie einfach zubereitet, wie sehr man variieren kann. Also ich wünsche euch gutes, nee, ich wünsche euch gutes Gelingen. Gelingen braucht man dafür ja eigentlich gar nicht. Und aber ich wünsche euch guten Appetit beim Nachmachen. So ist es. Also viel Spaß und so, jetzt nochmal in Ruhe, nachdem sich der Hustenanfall gelegt hat. So, also mich würde freuen, wenn ihr das nachmacht, wenn ihr noch Vorschläge oder Tipps habt, wie ihr das machen würdet oder wenn ihr auch so ein Frühstück habt, was ihr da immer noch reintut oder wie ihr das variiert. Und ja, ich lasse es mir jetzt schmecken und macht's gut. Wir sehen uns beim nächsten Mal hoffentlich.